Willkommen zu meinem heutigen Video. Heute zeige ich euch mal mein Experimentierboard für ein DataVision 160x80 GLCD. Auf dem Board befindet sich ein Atmega 32 oder Atmega 644 Mikrocontroller und wie schon gesagt ein 160x80 Pixel GLCD. Ebenso gibt es noch 7 Taster. Hier, hier und dort unten ein. Dann gibt es noch einen Lautsprecher, einen ISP-Verbinder, eine serielle Schnittstelle und 4 Eingänge hier oben. Dann habe ich ein paar Anwendungen für das Board geschrieben und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Als erstes ein Plotter für den ADC-Wert an Eingang 1. Nun, wie man sehen kann, momentan wird da irgendwas angezeigt, weil an ADC 1 nichts hängt. Also es hängt einfach in der Luft und zeigt irgendwas an. Mit den Tasten hier und hier kann ich jetzt die Geschwindigkeit verändern. Nach unten wird es schneller. Zum Beispiel sehr schnelle Werte zeigen. Nach oben. Ebenso habe ich die Möglichkeit mit den Tasten hier rechts, mit der kann, dieser Taste kann ich immer neu starten. Und mit der kann ich sagen, er soll am Ende von dem Bildschirm aufhören, damit ich es mir genau anschauen kann. Jetzt sehen kann, jetzt haben wir hier eine schöne klare Linie. So, mit der Taste hier unten geht es zurück ins Menü. Die nächste Anwendung ist ein Logic Analyzer. Der funktioniert natürlich genauso wie die erste Anwendung. Nur hier sind halt binäre Werte. Also High oder Low. Und es hängt gerade auch nichts dran, das heißt, es wird immer das gleiche angezeigt. Aber wie schon gesagt, hier kann man wieder Geschwindigkeit regeln, zurücksetzen und so weiter und so weiter. Das geht alles. Nur, dass dieser Logic Analyzer hier natürlich die Informationen von Port 1 bis 4 anzeigt. Nun, die nächste Seite ist an sich die Spieleseite. Da haben wir einmal Pong. Man kann zwar nur gegen sich selber spielen, aber vielleicht baue ich nochmal ein Computerspiel ein. Lassen wir ihn einfach mal raus. Ja, dann ändert sich der Punktestand und das war's eigentlich auch. Der Ball würde übrigens noch schneller werden mit der Zeit. Dann die zweite Anwendung ist Draw. Kann man jetzt einfach zeichnen. Das weiß ich. Wenn man die Taste runterdrückt, wechselt man zum Radiergummi. Kann man radieren. Okay. Auf der nächsten Seite findet man noch ein Programm, um einen Drehencoder zu encodieren. Jedoch ist das Ganze über die serielle Schnittstelle gemacht, deshalb kann ich es euch jetzt nicht zeigen. Jedoch ist es auch kein gewöhnlicher Drehencoder, sondern man schließt dort einen Festplattenmotor an und der wird dann als Drehencoder benutzt. Dann haben wir noch die Anwendung Sound Example. Am Anfang werden zwei Töne gespielt und jetzt kann man hier einfach mit diesem Slider die Tonhöhe einstellen. So, wie auch immer. Auf der letzten Seite findet man dann noch ein serielles Terminal, jedoch kann ich euch das gerade auch nicht zeigen. In der in C geschriebenen Funktionsbibliothek gibt es Funktionen, einmal um Formen zu zeichnen, zum Beispiel Quadrate, Kreise, Linien und so weiter. Aber ebenso gibt es dort auch Befehle, um ein User Interface zu erstellen. Zum Beispiel hier einfache Befehle, um einen Button zu erstellen, Checkboxen zu erstellen, Slider und Progress Bars. Jetzt momentan. Vereinfachte Funktionen gibt es ebenfalls für die serielle Schnittstelle. Einfach Funktionen hier zum Beispiel. Einfach zum Initialisieren gibt es mal eine Funktion. Dann zum Senden von Daten gibt es hier eine Funktion UART-SendText. Einfach einen Text über die serielle Schnittstelle senden. Das Empfangen funktioniert ebenso einfach. Dann der Treiber für die
für das LCD stammt von Sebastian Schump und kann unter der unten angezeigten Adresse runtergeladen werden. Somit erhält man für nur etwa 15 Euro ein sehr gutes Entwicklungsboard, welches vielseitig einsetzbar ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.